Servus, liebe Begleiter, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und damit herzlich willkommen hier im letzten Eck von unserem Grundstück. Und ich würde euch gerne in diesem Video mitnehmen auf eine erste Gartentour in unserem ersten richtigen Gartenjahr in Bulgarien. Und damit die Videos nicht zu lang werden, wird es in mehreren Teilen erfolgen. Heute gibt es erstmal eine Gesamtübersicht, wie der Garten strukturiert ist und was wir uns dabei gedacht haben. Und in weiteren Videos gehen wir dann ins Detail, was schon alles angepflanzt wurde, was teilweise auch schon wächst. Und auch die kleinen Niederlagen, die man halt unvermeidbar in so einem Garten ja wegstecken muss. Frühling lässt sein blaues Band und so weiter. Die ersten Frühlingsboten wachsen. Beziehungsweise die ersten sind schon verblüht. Also rein in den Garten und wir drehen uns erstmal nach links. Und das ist eine Gründüngungsfläche. Genauso wie die andere Seite, einmal umgedreht. Und da seht ihr auf der rechten Seite auch eine Fläche, wo Gründüngung ausgesät worden ist. Wir haben Luzerne oder Alfalfa oder ewiger Klee, wie auch immer ihr ihn nennen möchtet, ausgebracht. Der einzig wirklich grüne Bereich um die Jahreszeit war genau der Bereich, aus dem ich euch vorhin begrüßt habe, nur ein paar Wochen später. Und endlich, ein paar Tage später, grünt es auch wirklich. Zu Beginn noch zögerlich, aber es wird noch besser. Einige werden Alfalfa sicher auch kennen von der Sprossenzucht. Die kann man nämlich auch wunderbar naschen. Und nicht nur Diamanten entstehen unter Druck, sondern auch manche Gründüngungen. Also wenn ihr die auch mal ausbringen sollen wolltet, dann auf jeden Fall anwalzen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ich hatte die nicht und von daher habe ich sie einfach ausgestreut. Aber wie man sehen kann, überall da, wo ich draufgetreten bin, wächst es wesentlich besser an. Warum wir jetzt Luzerne als Gründüngung gewählt haben, ist relativ einfach. Sie ist extrem dürreresistent, was natürlich bei unseren Witterungsverhältnissen hier super ist. Sie erreicht eine Wuchshöhe von bis zu einem Meter. Und ihre Wurzeln erreichen eine Ausdehnung von 4,5 Metern. Die Luzerne ist in der Lage, Stickstoff aus der Luft aufzunehmen und diese in ihre Wurzeln weiterzuleiten. Damit reichert sie den Boden mit dem wichtigsten Nährstoff überhaupt, eben Stickstoff, an. Auch die Blüte der Luzerne ist sehr interessant, denn sie hat einen Schnellvorgang. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Hummel kommt und den Nektar trinken will, und an der Blüte landet, bekommt sie einen Schlag gegen den Bauch und die Pollen landen auf dem Bauch von der Hummel. Honigbienen dagegen lernen sehr schnell und wissen, dass sie diesen Schlag abbekommen können, den sie nicht mögen, und fliegen dann die Luzerne von der Seite an. Was da mit der freien Fläche, die noch zur Verfügung steht, passiert, erzähle ich euch in einem anderen Video. Unsere bulgarischen Nachbarn verstehen nicht, warum wir Luzerne anbauen, weil wir noch keine Haustiere haben, die wir da zum Beweiden draufschicken könnten oder halt eine Silage anlegen könnten für irgendwelche Tiere. Und deswegen sind die verwirrt, was wir damit wollen. Gründüngung und Bodenaufwertung sind eher Fremdworte für die Bulgaren. Und bei diesem Schwenk über das Grundstück seht ihr auch nochmal die unterschiedlichen Anbauflächen, die wir uns geschaffen haben. Was da im Einzelnen entsteht, wie gesagt, in weiteren Videos. Mit der Wärme und den längeren Tagen. Wir hatten hier schon wieder bis 36 Grad im Schatten. Kommt auch wieder mehr Leben in die Bude bzw. in den Garten. Und um euch das auch nicht schuldig zu bleiben, seht ihr hier in kurzer Abfolge noch unseren Apfel und unseren Kirschbaum. Ich hoffe, euch hat
dieser kleine Rundgang gefallen und ihr habt schon mal einen groben Überblick, wie die ganze Geschichte hier ablaufen soll. Ins Detail gehen wir, wie gesagt, in weiteren Videos. Und wenn Gartenvideos euer Ding sind, dann schaut auch mal beim Danny vorbei vom Kanal Danny zeigt's. Der macht unterschiedlichste Videos, auch Gartenvideos, Vorstellungen von Geräten. Ein ganz sympathischer Kerl, der sich sicherlich auch über einen Besuch auf seinem Kanal von euch freuen würde. Für heute sage ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr mögt, lasst uns einen kleinen Kommentar da. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, kann das gerne kostenlos machen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.